Ja, wir sind in Ruhpolding beim Sports Connect Tag. Ein Tag, der ganz im Zeichen des Sports steht. Ja, im Gepäck sind Laufshirts, Mountainbike, Wanderschuhe und man kann natürlich den Tag mit Profisportlern, aber auch Amateursportlern verbringen und es ist einfach nur, dass man zusammen Sport macht und das ist einfach das, was heute wichtig ist. Ja, unter anderem können wir Golf spielen, wir können wandern gehen, mit dem Mountainbike sind wir unterwegs, wir haben einen Bambini-Lauf und es sind unter anderem ganz viele Sportler mit dabei. Ich habe natürlich mitgemacht, der Markus Burkhardt, die Huberburm, die Steffi Böhler, die den Bambini-Lauf macht. Also es ist einiges geboten an prominenten Sportlern, die dort heute mit dabei sind und wo man einen schönen Tag verbringen kann und einiges erleben kann. Und warum wir diesen Tag machen, ist eigentlich relativ einfach. Er ist für unseren Verein Athletes for Ukraine und alle Einnahmen, die wir heute generieren, setzen wir einfach wieder 1:1 um in die Hilfe in der Ukraine. Nicht nur wir Spitzensportler bringen jeden Tag Höchstleistung, auch die Rettungs- und Einsatzkräfte. Ohne deren Engagement, vor allem den ehrenamtlichen Engagement, wäre einfach vieles nicht möglich. Und dafür verdienen sie Respekt. Sie sind Helden ohne Trikots. Ja, wenn auch ihr euren Rettungs- und Einsatzkräften danken wollt, dann postet es einfach mit dem Hashtag eurefans.